Es gibt ja verschiedene Arten von Frauen, die auch Dirndl tragen, und ich glaube, das zeigen wir jetzt einfach. Es ist selten, dass man wirklich 6 komplett verschiedene Themen hat, aber wir haben das Glück, wir haben tolle Haar- und Make-up-Leute hier, die mich wirklich so verwandeln, dass wenn du dann in den Spiegel guckst, das ist wie so ein Fingerschnips. Du bist sofort wirklich in der Epoche oder in der Zeit. Und ich kann mich da relativ schnell auch drauf einstellen. Die Ornamente, die in der Unterwäsche drin sind, die haben halt was. Ja, was Rockiges, und deswegen richten wir das Styling auch danach aus. Ein bisschen verrucht, ein bisschen, ja, anrüchig, aber trotzdem cool. Also es ist nicht nur wichtig, dass es wahnsinnig bequem ist und man sich wohlfühlt, sondern dass es auch die Vorzüge der Frau hervorhebt. Also wie man hier sieht, beim Dirndl BH von Triumph, er zeigt wirklich, oder er pusht da, wo er pushen soll. Er zeigt die Vorzüge, die man obenrum haben sollte, gerade bei einem Dirndl. Und man sieht, dass man anständig Holz verlöten bekommt. Jede Frau kann sich einen Dirndl kaufen, kann es tragen, und die passende Dirndl-Unterwäsche dazu auch. Und das zeigen wir halt in den verschiedenen Typen. Es gibt für jeden Typ die passende Unterwäsche und das passende Dirndl natürlich dazu.